Moin Moin, hier ist Maschine. Die Jungs und Mädels vom Werner TV haben mir mal so eine Zusammenstellung der Acts vom Werner-Rennen geschickt. Und da will ich einmal zusammen mit euch reinschauen. Bin ich mal ganz gespannt, was dabei rausgekommen ist. Ich habe ja auch nicht alles sehen können. Aber wir fangen mal an. Ja, Publikum, das seid ihr natürlich. Und was haben wir? Ah, Fury in the Slaughterhouse. Kennt man natürlich besonders den Song, ne? I Won't Forget These Days. Ist passend auch zum Werner-Rennen, würde ich sagen, weil das waren wirklich unvergessliche Tage. Waren leider nicht in meiner Late-Night-Show. Bin ja gespannt, ob überhaupt was kommt über die Late-Night-Show hier in dem Video, weil ich habe es noch ja nicht gesehen selber. In jedem Fall war ordentlich was los, wie man sieht. Und Fury in the Slaughterhouse ist natürlich immer ein Act, den man sich gerne anschauen kann. Die Wingenfelder Brüderchen sind ja auch so sehr nett. Hatte die ja auch schon mal auf der Schallwellen-Cruise. Da saßen sie auch schon mal bei mir auf der Couch. Konnte ich mit denen reden. Und jetzt wird's Tage. Erst Nacht, dann Tag. Waren ja auch ein paar mehr Tage. Also insofern, was haben wir? Otto. Sehr schön. Otto, muss ich sagen, hat mich persönlich eigentlich sehr positiv überrascht. Ich glaube, viele von euch und von uns. Weil er eben nicht nur Klamauk gemacht hat, klar, da ab und zu seinen komischen Zappel-Philipp rausgehauen, aber im Endeffekt war er wirklich Musiker, hat mich wirklich überrascht, hat natürlich auch eine sehr, sehr gute Band gehabt, klaro, auf dem Wacken ganz genauso wie auf dem Werner-Rennen. Und Heiner Lauterbach am Schlagzeug, sah zumindest so aus. Muss ich sagen, hat er mich sehr, sehr positiv überrascht, der Otto. Also musikalisch und so als Band. Sehr geil. Oh, jetzt Torfrock. Ah, nee. Entschuldigung. Bab. Wolfgang Niedeckens. Bab. Bab, natürlich auch, was soll man sagen? So eine Art Weltstars. Deutsche Weltstars. Oder Weltstars in Deutschland, würde ich sagen. Ich fand sie immer großartig. Also besonders natürlich Kristallnach und Verdammt lang her. Das sind ja eigentlich die beiden, die eigentlich wirklich richtig dolle bekannt sind. Und ich hab's gesehen, das Konzert, und muss sagen, war cool. Also zumindest solange die Zeit hatte, musste ja wieder rüber ins Zelt und da weitermachen. Oder nee, stimmt nicht. Da musste ich so schon in mein kleines Kabuff nach hinten, in die Late-Night-Show. Die war ja ganz, ganz hinten angesetzt, hinter der Werner-Welt. Und da natürlich Doro, die Gute. Doro, muss ich sagen, ist hier fest verankert in meinem Herzen, weil die so immer noch gleich ist wie früher. Und ich weiß nicht, wem von euch das auch so geht. Also ich meine, ich habe zu Warlock einfach gerockt. Also das war halt einfach so, 80er waren einfach geil. Und sie hat einfach nicht nachgelassen und ist immer noch ganz genauso. Vielleicht ein bisschen ruhiger geworden, was Party anbelangt, abseits von der Bühne. Aber sie ist einfach noch genauso. Ich habe sie auch auf dem Full Metal Holiday übrigens ja gesehen. Und auch da war sie wieder absolut nah und auch stimmlich und so. Also es ist schon echt ein kleines Wunder, die Jute Doro. Ja, und jetzt kommen wir natürlich zu Roger Chapman. Shadow on the Wall ist ein absoluter Klassiker. Findest du sowieso immer ganz geil, eigentlich, wie die alten Leute schon immer noch abgehen. Mal ganz im Ernst. Ich weiß ja gar nicht, das wievielte Bühnenjubiläum von Roger Chapman ist das denn eigentlich? Das wievielte Jahr, meine ich, seiner Bühnenkarriere. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kenne ich den auch schon eigentlich noch bevor ich geboren war. Und hier kommen die guten Sandiano. Auch Leute, die man mag oder nicht mag. Ich mag sie eigentlich ganz gerne. Ich mag die Leute vor allen Dingen sehr gerne. Und Björn, ja, also hier Frontmann, Björn Booth. Den kenne ich ja nun schon ewig. Und dass ich ihm das gönne und dass er dann jetzt nun endlich doch schlussendlich Erfolg hat und sein Musikerleben so leben kann. Und er hat es verdient, weil er wirklich immer schon Musiker war und Musiker ist. Und jetzt kommen wir hier. Sieg erkenne ich doch sofort, natürlich. Roasted to mit dem netten Angry Anderson als Frontmann. War noch auf der Full Metal Cruise, waren da wirklich geil. Auf der Full Metal Cruise war es der echte Hammer. Und auf dem Werner-Rennen, muss ich sagen, habe ich sie gar nicht gesehen. Da hatte ich keine Zeit. Aber war mit Sicherheit auch wieder geil. Ich war mit Roasted to und Gutbucket mal auf Tour tatsächlich.
Da haben Gun Gutbucket irgendwie die Support-Tour gemacht für Rose Tattoo. Ich weiß nicht, wer Gutbucket aus Kiel noch kennt. Und da bin ich das Wohnmobil gefahren für Gutbucket. Und da habe ich die Ehre gehabt, mit den Herren dort saufen zu dürfen. Und zwar nicht zu knapp. Das war wirklich sehr, sehr lustig. Aber natürlich auch voll bekloppt. Aber echt gut. Also muss ich sagen, nette Leute, so bekloppt sie auch sind. Immer wieder gerne. Besonders, also wie auch die Bandkollegen dann immer mal einen Kopf schütteln und so und denken so, what? Sehr geil. Ah! Und eine Band, über die ja auch immer sehr kontrovers diskutiert wird, waren ebenfalls da, hatten den Opening-Slot, soweit ich weiß. Also erste Band, da habe ich gerade drüben Werner-Bilder versteigert, da haben die gespielt. Aber angesagt habe ich sie auf jeden Fall, erste Band. Und haben das echt geil gerockt. Ich muss sagen, jetzt, so wie sie jetzt sind, in dieser Zusammenstellung und wie sie jetzt auch auftreten, ist es jetzt einfach eine Band, muss ich wirklich sagen. Habe sie auch öfter schon in der Late-Night-Show gehabt. Und da waren sie immer auch geil und natürlich. Und Jenny, man kann sagen, was man will und auch diskutieren, wenn man will, hier Casting-Band und hin und her. Ich finde es jetzt überhaupt nicht mehr. Am Anfang mag es seine Berechtigung gehabt haben. Aber jetzt mittlerweile und die Leute sind auch wirklich geil. Nach den Metal Days haben wir im Tourbus mal lange gesessen und richtig eingesoffen. Genauso wie mit denen hier auch, hier von Hämatom, die Jungs. Also, die habe ich echt lieben gelernt. Die kenne ich auch noch ganz klein, als sie so ganz klein noch waren. Und da war es auch eben schon so geil. Ja? Und jetzt sind die ja echt sowas von gewachsen und sind immer noch einem verbunden. Also die sind immer noch, die sagen, hey, wir kennen uns jetzt so lange und war jetzt hier in Kiel, hatten sie ja ein Konzert. Und da war ich natürlich auch kurz zu Besuch, Hallo sagen, und es ist wirklich, sind super geile Leute. Und wie gesagt, ja, mittlerweile auch echt ganz geil erfolgreich. Wo wir natürlich jetzt bei der Band, die jetzt gerade zu sehen ist, natürlich nicht wirklich drüber reden brauchen. Torfrock, wenn irgendwas zum Werner-Rennen gehört, dann ist es natürlich Torfrock. Und deswegen waren sie ja natürlich auch da. Der gute Klaus meinte noch zu mir, als ich sie ansagen wollten, Moderationen sind scheiße, sagt er zu mir. Und dann sage ich, na, mache ich ihm keine Moderation. Dann kam aber hier der Kollege Stefan und meinte, Volker, Entschuldigung, und meinte, nee, Martin, nimm mal nicht so, der ist nur aufgeregt. Und dann hat er sich so ja noch entschuldigt bei mir, der Klausi. War auf jeden Fall ganz geil. Ja, also Torfrock, wie gesagt, natürlich schon tausendmal gehört und man kann halt auswendig, kann halt mitreden und mitsingen und sowieso. Aber es ist doch schon immer wieder ganz geil und hat auch absolut seine Berechtigung, wie ich finde. Und wie gesagt, Werner-Rennen ohne Torfrock. Weiß jetzt nicht so genau, außer Bagaluten-Weihnachten oder Wienacht. Das ist natürlich die Klassiker, da geht man immerhin. Ich weiß nicht, ob ich sonst nochmal so zum Konzert einfach so gehen würde, wenn sie irgendwo spielen. Aber es ist auf jeden Fall immer wieder geil, finde ich. Mag die Leute sehr, sehr gerne. Also auch alle drumherum, die ganzen Musiker und so, nicht nur Klausi. Naja, wie gesagt, mittlerweile kennt man sich ja auch ganz gut durch die ganzen Full Metal Cruises. Jetzt war Werner halt und dann Metal Days und da waren die auch noch da, auch mit seiner Lesungstour und so. Ja, nee, also muss ich sagen, Werner-Rennen generell fand ich, ich persönlich, definitiv, muss ich nicht sagen. Ich muss überhaupt nichts sagen, wenn ich es nicht will. Fand ich sehr gelungen. Überladen vom Programm, also ein bisschen zu viel, aber so viel Programm wird es nicht mehr sein. Wird abgespeckt auf Motorsportprogramm, so dass man eben wirklich einfach die Chance hat, ein bisschen mehr mitzubekommen. Gibt, glaube ich, eine Bühne weniger und so. Ja, schön, schöner Zusammenschnitt. Danke an die Damen und Herren von Werner TV, dass sie mir das geschickt haben und danke, dass ich es kommentieren durfte. Will schauen mal, ob ich das auch weitermachen darf. Werden wir sehen. Ich bin Maschine. Ihr seid natürlich nicht in Maschines Late Night Show, sondern bei Werner TV. Also haut drin. Leute, es kesselt wieder. Karten gibt's auf werner-rennen.de.